Die laufen wie Nerven. Ja, könnte besser sein. Langsam besser? Oder? Nee, muss man halt mehr trainieren, so Turnier so mäßig zu machen. Und das halt ja? So, ja, aber ich meine, das mit den, wo du auch beim Arzt warst und so. Ja, ich muss halt gucken, was der Arzt dann sagt. Okay. Was ich da machen soll. Aber sieht es eher gut aus gerade, oder? Keine Ahnung. Ja. Ich finde, Dennis zurzeit ist ziemlich hot. Also ich kann mir vorstellen, dass es richtig knapp wird. Das sind halt beide schon. Verdammt, spielen die öfter gegeneinander? Also ja, Marius gewinnt in letzter Zeit relativ oft. Aber ich glaube, das allerletzte Mal, was sie gespielt haben, hat Marius gewonnen. Oh. Er hat Marius verloren, glaube ich. Ich glaube, das war das 3-2 Comeback. Aber ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall ein bisschen back and forth. Das Ding ist nur, dass man die Historie nicht betrachten kann, weil ich finde, Dennis ist auch mal für mal ein different beast. So. Also, oh mein Gott. Dragon Ball Z, nur dass beide gestorben sind. Ja, es ist super ernst. Ja, das ist jetzt. Jedo ist extrem ernst, Niki. Aber ja, ich habe die ganze letzte Woche nur damit verbracht, mir das Falcon-Matchup anzugucken. Ich habe es komplett Das hat sich richtig gelohnt. Ich spiele es komplett anders jetzt. Ey, Niki, ist schön, das geht. Und? Schon was gespielt? Keine Ahnung. Verloren worden? Gewonnen. Hätte ja sein können. Loser of I. Ja, von den beiden. Echt jetzt? GG. Nee. Ja, das ist gut. Bitte nicht Samus Matchup angucken. Sorry, ich habe gerade ein Samus Game gespielt. Bist du bei ihm auch beim Cone Coach? Ja, klar. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Also nicht nur das Niki Coaching an sich, sondern an sich diese Liga ist mega nice, weil du da, also diese Academy ist mega nice, ja. Weil du da auch halt diese Liga hast und du kannst die ganze Zeit deine Coaches fragen und andere Lessons angucken und das ist mega sick. 10% auf. Kann ich nur, also ohne irgendwie davon jetzt, ich zahle jeden Monat irgendwie 40 Euro dahin, weil ich zwei Coaches habe, aber es ist so worth. Krass. Es ist mega nice. Use code Maxi to get 10% off. I wish. Aber Marius spielt im Moment richtig sauber das Matchup einfach runter. Es kann nur sein, also Last Talk ist immer ein bisschen eine andere Geschichte. Ich finde Dennis auch sehr klatsch als Spieler und da findet er auch den Downsmash. Und noch ein. Aber bleibt leider an seinem Dash stecken. Das könnte ein Upsmash sein, aber ist es nicht. Oh. Ja, ich finde Peach sollte da einfach immer Air Dodgen gegen Foxes, die Abwehr gut treffen. Also der Air Dodge ist einfach so schwer zu punishen. Man sieht auch, dass ihr in der WG wohnt, dass ihr beide mal Side-B haben. oder am Ende meinst du? Ja, am Ende. Ich mache immer ganz gerne die Oh, das Layover. Ja, ne? Shish. Ausrufezeichen Shish. Ausrufezeichen Shish und die Chat will das Layover. Digga. Digga. Shish. Sass. Mit. Papatastisch. Oh. Double Jump weg reicht eigentlich immer diese schon locker. ASM 8 okay. Ist ja geil. Diese ASM 8 und Brunnerstars, die man hier in der rechten Uhr hat. Das ist bei Box richtig geil. Nee. Aber der Air Dodge ist halt so, also wenn... Das klingt wie jede Tastatur. Wenn die Peach Air Dodge, oh mein Gott, dann muss Fox halt Frame perfekt sein. Auf fast jedem Upset sein. Obwohl, so ernst, also er führt dort. Guten Tag aus, also die dazu zu sagen. Geworden, krasses Pech. Jogis! Und die Single ab. Ja, Marius ist manchmal in dem Modus, der sieht aus wie der beste Spieler der Welt. Ich sag, wie es ist. Der muss halt seinen Flow haben.
halt Preference. Ja, es ist ein bisschen Preference und Dreamland hat das große Problem, also du siehst es in Top-Level-Play nicht so oft für Peaches, weil die Top-Plattform richtig, richtig problematisch ist für Peach gegen Fox. Fox kann die Top-Plattform richtig dolle campen. Aber ja, FD ist halt gut wegen Chain Grabs. Aber ja, heutzutage, also Samu gegen Lot zum Beispiel hat auf FD angefangen. Viele Foxes mögen das Matchup eigentlich auf FD. Weil du, ja, ähnlich wie gegen Puff ist Fox auch sehr gut auf FD. Weil Peach einfach sehr langsam ist und du ihr einfach eine Dimension klaust mit den Plattformen in Neutral. Und das kann man auch machen. Aber das Punish Game ist natürlich extrem skewed auf FD. Das kann man nicht anders sagen. Oh, kann das finishen. Aber schön gemacht von Dennis hier. 170. Marius versucht darin nach unten zu halten, damit er nach links fliegt. Keine schlechte Idee, aber ein bisschen zu lang nach unten gehalten und dann doch wieder nach rechts. Das war jetzt reichlich. Oh, der Catch war nicht. Darin war Usleon früher extrem konsistent, wenn er mit Cheek recovered hat gegen Peach, war er on stage und hat dann genau zwei Down Smash Hits gefressen und hat dann rausgeäst. Hey. Das war immer insane. Hey. Oh. Ja, wie man hier sieht, Fox killt auf FD halt bei 70. Excuse me, aus dem Schein halt. Wie ne? auf dem Präsentierteller gerade. Ich hasse dieses Spiel. Schein muss gebannt werden. Oh, schöne Conversion hier von Maru. Danke für den Follow. Jetzt kapiert sein Mensch. Kapiert sein Mensch. Was für ein Gift ist das? Elon Musk. Warum das? Das hat Julian nur Mama. Oh, mutig. Oh. Geht das wieder? Ja, nicht? Aber schön. Und ich sagen, definitiv, definitiv sehr winnable hier für Peach. Oh, Mama. Jetzt muss Peach noch ein bisschen risky, aber über 100% an der Ledge. Oh, mein Gott! Alter, das Polish hätte getötet. Aber Marius hat gut reagiert. Oh, shit! Das war's! Oh, nein! Für wen aber? Oh, no! Aber Livin? Truly Livin. Short. Ja, has to be. Oh, schöner AB. Forst den Fox wieder auf die Stage. Und da ist der Krabb! Der Grab, auf den wir alle gewartet haben. Der Grabscher. Peach, mal gucken, wie Marius hier alt hier. Der alt smarterweise immer raus, weil sonst passiert nämlich genau das. Die Näher, da fliegt man viel weiter weg als vom Forward Throw. Aber hier mit der Forward Air hat er es besiegelt. Oh. Immer noch nicht besiegelt. Besiegt. Oh. Oh mein Gott, das Comeback. Das war ein insane Das Comeback Game. Des Neptuns. Was ist das? Schon hingetan, oder? Achso. Mani, Bafteu, Jesus, dauert ja lange noch. Was ist denn da los? Spiel die? I don't know. Klatsch! Er hätte mit der Nähe für einen Trade gehen können. Achso, da ganz am Ende, also wo er links offstage recovered hat. Ja, safe. Ja, 0 von 2 Spielern hier an der Box, also Melee ist ein Interesting. Achso, die Klatschbox im Sinne von Klatschguard. Okay, verstehe. Ageguard, natürlich. Die Ageguard-Reference. Jeder kennt Peach. Ich finde, Fox in dem Matchup muss die Balance zwischen Peach zu sich ziehen und zu viel Stage nicht aufgeben, finden. Marius gibt viel Stage. Aber Dennis abused so doll nicht, wie er könnte. Ich muss Deutsch tun. Ich hatte ein bisschen Stroke, während ich das gelesen habe, aber... Ja, klar. Ich finde es immer richtig funny, wenn ich bei so kleinen Streamern bin im Twitch-Set und irgendwas in Chat schreibe und die dann jede Nachricht immer erst vorlesen, bevor sie darauf antworten. Das ist so funny. Für wen? Ist jemand da? Ich bin hier. Genau. Vor allem immer, wenn sie es falsch vorlesen, ist das so hilarious. Oder den Namen falsch vorlesen. Okay. Das war gut. Aber das Geile ist dann immer, den Namen genau gleich falsch auszuschreiben, dass der einen neuen Bedeutung hat. Ja. Diese Zahl, die grüne Zahl... ist 104, ist represent 104. Das ist der Sponsor, oder? Ja, das ist ein Tag. Ach so, das Tag.
Nee, ist sein. Nee, bei Slippy. Ah. Bei sein Smash GG Name. Smash GG, ja. Slippy. Sponsor-Tag. Ah. Sponsor-Tag. Was hab ich gesagt? Und die Farbe ist der Port. Ja. Ah. Und alles ist drin hier. Sogar die Farbe-Icon, also grüne Peach. Ah. Die Herkunftsland ist auch sehr wichtig. The more you know. Hier steht der Name der Smash. Ja, während wir hier alles andere besprochen haben, außer dem Smash, ist Dennis übrigens genau auch darüber ganz schön am Gewinnen. Oh! Und Marius springt in die Nähe. Er sieht das Teil. Und lehnt sich nach vorne. Für die Nähe. Und jetzt geht's ab. Oh, ab er, ab er, ab er. Oh, er sagt, fängt deine Töne. Ich abgehe einfach durch. Oh, die Bär war sehr gruselig. Wo ist er hingeflogen von dieser Bär? What? Gruselig. Ich wollte sagen mutig und gruselig und dann ist es gruselig. Gruselig. Oh, was? Oh, der Call-Out. Boah. No fear. Von keine vier. Keine vier. Nur sprechen Deutsch fünf. Hier. Up throw. Oh. Oh. Oh, interessante Idee mit der Vor. Macht das gut, aber hier. Ich kann Deutsch übrigens echt nicht kommentieren. Ich krieg das nicht hin. Nee. Aber zu wechseln zwischen deutschen und englischen Begriffen keine ist Haare. So schwer für mich. Aber gut, shit am Ende ist hier. 2-1 vorne. 2-1, nachdem Mario ein gutes Momentum angefangen hat. Das erste verloren, seitdem geht es nur auf. Ja, das hat das gut umgeredet in Game 2. Oh, und die hat da eben sein ganzes Momentum genommen und nutzt das jetzt selber. Daisy, der Counterpick. Holy shit. Daisy. Nice. Oh mein Gott. Oh, Dennis, Dennis Punish Game sieht einfach richtig, richtig solide aus heute. Good to see. Oh. Guter Winkel. Kein Schmang. Kein Box. Kein Straw Strang. Kein Box. Little Boxy. Kein Bangle. Kein Box Angle. Oh, die Turner tut's noch. Er fängt sie. Oh, Phantom Down Smash. Der Phantom für den optimalen Damage. Leider ein bisschen zu früh geabsmashed hier. Oh, die Dash Attack. Sehen gekommen. Oder andersrum. Ist Torstream ein Boxer? War er früher. Jetzt hat er sich die Schulter ausgekugelt. Seitdem geht er nicht mehr boxen. Aber hat vielleicht vor, wieder zu machen. Falls du die Controller-Wahl meinst, spielt GameCube-Controller. Hast du deine Boxen schon wieder basiert bekommen? Nee, ich baue mir eine neue. Auch gut. Mach ich mit meinem Auto ein kaputtes Auto. Nee, ich werde jetzt mit Controller angezündet, aber direkt wieder rein mit der Nähe und da ist Dennis wieder vorne. Das kann er. Oh, Fox sagt meine Töne. Und er kriegt genau die richtigen Prozent, damit die und dann noch abkillt. Das war genau die Calculations, Alter, das gibt's ja nicht. Oh, aber der nächste. Eine Down-Smash. Oh. Und ein paar weitere Hits, der Grab leider in die falsche Richtung. Oh mein Gott, Dennis ist einfach eine Wand gerade. Und Marius entschließt sich, ein bisschen reinzurennen. Die Wave Shine Grabs sind so. Ach, Drill Shine Grabs. Oh, schöner Damage hier von Marius. Schön low, die Side B. Oh, gab's mich auch mutig, ich weiß nicht, was da läuft. Ja, Marius spielte gerade ein bisschen mehr geduldig. Das New School, ja. Der New School Gameplan gegen Peach ist. Mit als Fox campen, aber sehr nah dran. Und das macht Marius gerade sehr, sehr gut. Also nie committen, aber trotzdem irgendwie nah dran sein und alle Moves dodgen. Das macht er gerade ganz gut. Die ganze Zeit Angst haben vor dem Absolut. Hütten aber machen. Dennis ist einfach zu gefährlich im Punish Game und zieht einfach den nächsten Stock. Oh. Bisschen da sich verhakelt in seinem eigenen Movement. Kommt er mit dem Down Smash ungeschehen, dem Absmash ungeschehen davon. Ungeschoren heißt es tatsächlich in der Tat. Vielen Dank hier an Kurt für die Correction. Oh, und das war es für Jenny P. Remselberg. 3-1. Jenny P6-Auer in den Chat. Jenny P6-Auer in den Chat. Und das Final hier erreicht für den jungen Ulle. Gut, schön. Hey, wir machen das Final.